Ob nun von Messing, Kupfer oder Bronze, so Grünspan oder überhaupt Verunreinigungen entfernen zu können, gibt es ja die unterschiedlichsten Angaben in der Literatur und auch in anderen Videos. Daher will ich jetzt einfach mal ausprobieren, bei diesen gleich beschmutzten oder gleich verunreinigten Beschlägen hier, die mal in verschiedenen Säuren zu legen und mal sehen, was passiert. Ich habe jetzt hier vier Behälter. Einmal Ethanol hier. Hier Zitronensäure aufgelöst. Essig, Essenz oder Essigsäure und die Salzsäure. Salzsäure 24%, Essig, Essenz 25% und auch Zitronensäure 25%. Da lege ich jetzt mal hier jeweils einen dieser Beschläge rein. Mal schauen, was da passiert. Ich möchte natürlich gerade bei so Beschlägen nicht ewig warten, also es sollte jetzt auch schon relativ schnell eine Reaktion stattfinden. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt hier eine Kaffeemaschine entkalken will. Da kann ich natürlich gut die Zitronensäure auch nehmen. Das ist klar. Da kann man auch stark verdünnen und dann wartet man halt oder erwärmt das Ganze, lässt das Ganze durchlaufen. Aber ich will bei so vielen Beschlägen von einem Möbelteil ja auch relativ schnell eine saubere Oberfläche haben. Das sollte also schon relativ schnell jetzt auch wirken. Und meiner Meinung nach ist dann sicherlich die Salzsäure nämlich auch am effektivsten. Und hier färbt sich das Wasser halt auch schon. Und ich sehe auch schon am schnellsten einen Abtrag der dieses Grünspans und der Verunreinigungen. Ganz klar zu sehen. Und es ist natürlich auch der Vorteil des Preises eigentlich. Also die Salzsäure ist auf jeden Fall am billigsten, dann gefolgt von der Essigsäure und die Zitronensäure am teuersten. Natürlich beim Entkalken von einer Kaffeemaschine geht man wahrscheinlich aus, ja, ich weiß nicht, welche Gründe sind das. Also hört sich einfach gut an, Zitronensäure, mit der Zitronensäure zu entkalken. Das ist irgendwie. Hört sich angenehmer an, als wenn man Salzsäure es reinschütten würde. Ja. Um das Ganze zu beschleunigen, gehe ich auch einfach mal mit einer Bürste hier rüber. Sich da noch was tut, was dann besser geht. Mal schauen, Ethanol. Da sehe ich gar nichts. Mal kurz abwaschen hier. Zitronensäure. So ganz wenig eher. Essigsäure. Grünspan, ja, das sieht schon etwas besser aus. Jetzt mal die Salzsäure hier nach vorne. Also definitiv sieht das so kupfermäßig aus. Also hier ist der größte Abtrag auf jeden Fall zu sehen. So, wenn ich jetzt diesen Beschlag nochmal kurz mit einer Metallpolitur drüber gehe, dann bekomme ich auch diese Schicht, wahrscheinlich eher so eine Oxidschicht, die Salzsäure ab, die so ein bisschen nach Kupfer aussieht. Da kommt dann das Messing Vorschein. Hat auch jetzt eine sehr schöne Patina. Sieht also nicht aus wie neues Messing. Kann man es entsprechend auf Glanz bringen auch dann.
Ja, müsst ihr nochmal drüber gehen, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Nehmen wir mal als ein anderes Beispiel diesen hier stark verschmutzten und mit Grünspan belegten Gründerzeitbeschlag. Den mache ich jetzt mal hier rein. Geht also wirklich sehr, sehr schnell, dass sich da was tut. Schon richtig sauber aus. Spülen. Ja, der Meisterdreck ist ab. Auch der Beschlag sieht nach der Behandlung mit dieser Metallpolitur, die man überall bekommt, eigentlich wirklich sehr schön aus. Hat eine sehr schöne Patina. Sehr schöner Hell-Dunkel-Kontrast. So ein Teil ziert dann natürlich wirklich einen antiken Schrank. Soll man nun so einen schönen, wieder glänzenden Beschlag mit schöner Patina irgendwo mit schützen? Das ist also gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Kommt auch auf den Geschmack eigentlich an, den man hat. Sie sehen hier an dieser Mustertafel verschiedene Beschläge. Zwei fallen hier auf. Diese beiden neuen Beschläge sind behandelt mit Zaponlack. Zaponlack ist ein Lack, der in dir schon 100 Jahre gibt. Das ist eigentlich der Vorläufer der Nitro-Lacke. Wird sehr dünn aufgetragen und trocknet auch sehr schnell und hält dann lange Zeit diesen hellen Glanz. Aber wenn man jetzt mal nach Jahrzehnten so einen Beschlag sieht, hier ist auch Zaponlack drauf gewesen. Da sind Abgriffsspuren natürlich, der wird ja auch irgendwann mal abgegriffen im Laufe der Zeit, gerade da, wo man die Schublade rauszieht. Dann sieht das doch sehr unansehnlich aus nach so langer Zeit. Also ich bin kein Freund von diesem Zaponlack. Wenn man nämlich dann das helle originale Messing, das ist ja auch ein neuer Beschlag gewesen, längere Zeit jetzt an so einem Möbelsteil hat, dann dunkelt es automatisch eigentlich nach und erhält eigentlich so eine relativ natürliche Patina. Wenn man hier jetzt über diesen Beschlag nochmal ganz fein mit diesem Poliermittel für Metalle rüber geht, dann hat man also auch wieder schönen Glanz und bekommt also so einen schönen Beschlag hin. Also ich meine eigentlich, dass dieses natürliche Anlaufen immer noch am schönsten aussieht. Aber ist halt eine Geschmackssache.